Wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe gestern zufälligerweise einen Stream vom Mailand auf Twitch gesehen. Und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Moment, eine Sekunde. Ja. Und zwar, welche Map war das nochmal? Jedenfalls war das eine Map mit, wo auf der einen Seite viel Wasser ist, auf der anderen Seite ist eine Stadt, in der Mitte ist auch Wasser. Ich habe jetzt den Namen jetzt nicht im Kopf. Und das waren 10er Match, wo viele 8er Panzer mit drin waren, ja. Und Mailand war mit dem Leopard unterwegs. Der geht so an die Front kämpfen. Hinter dem stehen so drei, vier Panzer, helfen nicht. Und Mailand wird komplett überrannt. Moment. Oh, da fährt ein Scout durch die Gegend, ne? Aber irgendwie juckt das niemanden, oder? Außer mir. Ja, Mailand wird überrannt mit seinem Leopard, stirbt weg. Direkt hinter ihm, Full HP, ja, wohlgemerkt, ohne Arti. Jetzt kommt der Knaller. Das war ein Match, wo es keine Arti gibt. Und da geht ein Kranwagen aus Mailands Team einfach ins Wasser und versenkt sich Full HP. Und da wären wir bei einem Riesenproblem von diesem Spiel. Sehr oft kommt das vor, vor allen Dingen auch am Wochenende, ja, dass Full-HP-Panzer sich einfach wegschmeißen, ja. Entweder irgendwelche Artis oder whatever, also Artis versenken sich sowieso in regelmäßigen Abständen. Das ist auch schon mal ein Riesenproblem. Jetzt ist das Problem, was macht denn der TVP da an der Front? Der hat doch gar nicht den Turm dafür. Ich habe keine Gun Depression, ne? Wenn ich da hochfahre, kann ich sowieso nichts machen. Mit dem FV hier. Ja, die müssten mal die Gegner kommen lassen. Ja, ich bin voll dafür. Ich bin voll dafür, dass wenn jemand sich mehr, also einmal am Tag kann das ja eventuell mal passieren, ja? Einmal am Tag kann das ja aus Versehen von mir aus passieren, dass man aus Versehen irgendwo ins Wasser fährt, okay? Kein Problem. Aber ich bin voll dafür, wer sich mehr als einmal am Tag irgendwo im Wasser versenkt, dass er vielleicht mal für eine Stunde sein Account gesperrt wird. Wär voll, weil das versaut den Leuten. Oh, cool. Oh, cool. Haben wir auch sowas wie eine Arti zufälligerweise? Oder haben wir keine Arti zufälligerweise? Ich bin voll dafür, egal ob mit Arti, Heavys, mit was für auch immer Panzern, wenn man sich mehr als einmal am Tag, ich meine einmal am Tag aus Versehen kann man ins Wasser fahren, ja, kann passieren, okay, sehe ich ein, aber wer sich mehr als einmal am Tag im Wasser versenkt, das Ding. Sein Account für eine Stunde und soll auch ganz deutlich da stehen. Ich wäre voll dafür, dass da steht, wegen Feigheit. Einfach damit die Leute auch ein Bewusstsein dafür bekommen. Wegen Feigheit wurde ihr Account gesperrt. Genauso wie wenn man desertieren würde. Ne? Es gibt ja auch, wenn man desertiert, gibt es ja auch, glaube ich, irgendwann eine Strafe oder so. Ich weiß es nicht.
wenn man einfach mitten im Spiel rausgeht oder so. Ja Leute, wenn ihr euch da tot pusht, dann kann euch halt keiner helfen, ne? Ja, ich habe jetzt eine kaputte Kanone und kein Rapkit. Wie soll ich euch da alle helfen? Ja, die Leute hören auch nicht zu, ne? Das ist auch so ein Ding in World of Tanks, ne? Die Leute, die... Da kannst du 100 Mal sagen, fahr zurück, aber die fahren halt nicht zurück, ne? Da kannst du denen halt nicht helfen. Ja, ich wäre voll dafür, dass das mal endlich mal ein Ende nimmt. Ja, wenn man zum Beispiel irgendeine Mission hat, man muss irgendeine Arti killen oder sonstiges. Ja, und die Leute schmeißen einfach sinnlos ihre Panzer in den Mülleimer, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, selber schuld, ne? Ich hab denen gesagt, fahr zurück. Aber sie fahren nicht zurück. Kannst du so Leuten auch nicht helfen, ne? Und unsere Arti, ich weiß nicht. Der SDRV und die Arti haben auch nicht so richtig Bock, oder? Oh, herzlichen Glückwunsch. Und SDRV, bist du aufgewacht endlich, ja? Bist du endlich aufgewacht, Brudi? Und unsere Arti hat jetzt erst gemerkt, dass sie die Position wechseln muss. Die Arti hatte jetzt locker 6-7 Minuten Zeit, die Position zu wechseln. Nein. Sie muss es jetzt tun, wo der Gegner schon bei uns in der Base ist. Ne? Das ist natürlich sehr intelligent an der Stelle, ne? Muss man auch sagen. So lange zu warten, bis der Gegner schon bei uns in der Base ist und dann erst seinen Arsch zu bewegen. Naja, gut, so ist das Leben, ne? Aber zumindest cappen unsere Leute und wir gewinnen das Spiel. Übrigens, besucht mich auf Twitch. Akku Power Twitch. Ich streame auch jeden Tag. Akku Power Twitch. Facebook, Instagram und so, bitte auch Links in der Videobeschreibung einmal besuchen. Also, das muss doch irgendwann Wargaming mal gelingen, den Leuten klarzumachen, dass das kein Kavaliersdelikt ist, wenn man sich im Wasser versenkt. Ja, weil das versaut allen anderen das Spiel. Wisst ihr, was ich meine? Das versaut doch, und vor allen Dingen, das war ein Achtermatch. Ja, das war ein Achtermatch, wo ein 10er Kranwagen, und es waren keine Artis im Spiel, ne, wohlgemerkt. Ja, wohlgemerkt. Ja, das war unser 10er TD. Auch hervorragend 0 Damage gemacht, bester Mann. Den hätten wir hier links mal gebrauchen können. Ja. Super Kong, probieren wir mal. Ja, also. Und das war so ein Härtefall auch, ne? Also das war ein 10er Kranwagen, der sich Full HP im Mailand-Stream im Wasser versenkt hat. Einfach nur, weil er feige war. Ja, und das war ein 8er-Match, ja? Das heißt, er hatte sehr viele Low-Tiers als Gegner. Plus, es gab keine Artis. Das heißt, er konnte voll seinen Turm ausnutzen. Und was hat der Typ Besseres zu tun? Er ist live vor mehreren tausend Leuten, Zuschauern bei Mailand, einfach ins Wasser gefahren und hat seinen Panzer versenkt. Und da waren noch ein, zwei Panzer am Leben. Das heißt, er hätte noch wenigstens mal noch eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten noch kämpfen können. Wenigstens noch ein, zwei, drei Panzer zusammen mit den Leuten rausnehmen können. Also es war überhaupt nicht notwendig. Das heißt, das war... Ja, einfach die maximale Feigheit, ja, um es mal ganz deutlich und klar zu sagen. Und ich finde, solche Leute sollten auch sofort, ja, also nicht beim ersten Mal, das kann ja mal passieren, dass man sich mal aus Versehen irgendwie beim Rückwärtsfahren im Wasser versenkt, ja, einmal am Tag, aus Versehen, ja. Aber man sollte einführen, ne, das sollte auch ganz deutlich in der Garage als Warnung stehen. Achtung, Sie haben sich heute schon einmal im Wasser versenkt, beim nächsten Mal wird Ihr Account für eine Stunde gesperrt. Irgendwie so, plus irgendeine harte Strafe, von mir aus, keine Ahnung, 200.000, 300.000
Creditverlust, irgendwie so. Also es soll eine deutliche Strafe passieren, wenn jemand sich im Wasser versenkt. Bin ich voll der Meinung. Weil das kann doch irgendwo nicht sein, oder? Das kann doch irgendwo nicht sein, dass Leute sich einfach sinnlos irgendwo im Wasser versenken, weil die jetzt meinen, ja, es lohnt sich nicht zu campen oder... Es gibt ja auch sehr oft irgendwelche Artifahrer, wenn die auf der falschen Map rauskommen, so gesehen, ne? Dass die sich direkt am Anfang ins Wasser schmeißen. Was weiß ich, irgendwelche Maps, wo es mit der Arti halt ein bisschen schwerer ist, Schaden zu machen. Oft genug gesehen, ne? Und fahren die direkt nach dem Spielbeginn einfach ins Wasser und schmeißen da ihre Panzer weg. Das kann doch irgendwo nicht sein, ja? Und so eine Arti oder was weiß ich, so ein Kanwagen oder ist ja egal, was für ein Panzer auch immer. Ja, wenn die sowas machen, das kostet halt 14 anderen Leuten eventuell den Sieg, ja? Und den Spielspaß und versteht ihr, was ich meine? Und das kann ja nicht sein, dass einer, nur weil er keinen Bock hat, irgendwie mitzukämpfen, da seinen Panzer einfach mal wegschmeißt. Kann ja irgendwo nicht angehen. Warum fährt jetzt der E100er ganz alleine rein? Vorstoß einstellen! Ja, unser E100 hat sich gerade weggeschmissen, ne? Ja, Amorek. Herzlichen Glückwunsch. Oh, herzlichen Glückwunsch, STB. Leopard. Oh Gott, Junge, du hast doch genug HP. Jetzt geh doch mal da rein und kämpf doch endlich mal. Meine Fresse. Oh Gott. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, du, kriegen die nicht gebacken jetzt, ne? Foch Full AP, Kampfwagen 50 Tonner fast Full AP. Trotzdem kam hier Grille Full AP. Junge. Ist das traurig.
Egal, komm, passt schon. Unser IA-100 ist auch viel zu tief in die Stadt reingefahren alleine, ne? Und dann wurde der einfach überrollt von 5, 6 Panzern. Da kannst du auch irgendwo. Ich kann auch nicht da Hull Down stehen mit dem Super Conk, das ist das Problem, ne? Ja, also. Das Problem muss endlich mal angegangen werden. Das kann nicht sein. Vor allen Dingen auch in so Gefechten, wo die Gegner-Arti, ne, dir die ganze Zeit in die Fresse rotzt, ja. Dir die ganze Zeit die HPs zieht, ja. Und dann meint ganz am Ende sinnlos irgendwo ins Wasser fahren zu müssen, ne? Und dann sich zu versenken. Wo es dann darum geht, dass er mal irgendwie HP spendet, ne? Also wenn es darum geht, dass er dir die HPs zieht, ne, sind die Artis immer voll am Start, die Gegner-Artis, ne? Die rotzen dir die ganze Zeit in die Fresse. Ja, und dann ganz am Ende, ne, so hast du es irgendwie trotzdem geschafft zu überleben, ja, und dann geht es darum, okay, jetzt geht's der Gegner-Arti an den Kragen und dann versenken die sich. Ich wäre dafür, und zwar habe ich auch dafür eine Lösung. Wenn die Gegner-Arti ganz am Ende des Spiels, ja, wo, was weiß ich, wo es Richtung Ende geht, ja, sich versenkt. Aus welchen Gründen auch immer, ist mir scheißegal, ob das aus Versehen passiert ist oder ob das mit Absicht passiert ist. Seine HPs werden dem Panzer gutgeschrieben, der Arti am nächsten dran ist. Das heißt, wenn ich jetzt als Gegner der Gegner Arti am nächsten dran bin und ich bin kurz davor, die Arti zu killen, ja, werden seine HPs, die er im Wasser versenkt, mir gut geschrieben und auch der Kill wird mir gut geschrieben, weil ich dem Panzer am nächsten dran bin. Irgendeine Lösung so in diese Richtung. Das heißt, von mir aus, ob jetzt aus Versehen oder mit Absicht, ist mir scheißegal. Der Kill, wenn die Arti sich versenkt und auch seine HPs werden meinem Konto gut geschrieben, weil ich der Arti am nächsten dran war und kurz davor war, wahrscheinlich die Arti zu killen. Ja? Das ist eine optimale Lösung und dann kann auch keiner kommen und sagen, ja, aber das war doch nicht mit Absicht und meine Internetleitung ist flöten gegangen. Ja, kann ja alles sein, ist scheißegal. Deine Internetleitung war bla bla bla, du hattest ein Disconnect, bla 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 oder dies oder das oder jenes oder von mir aus, ne? So irgendwie seine HPs und der Kill vor allen Dingen, weil man braucht ja auch den Kill für manche Missionen. Na, ja, ich muss die Halle machen, wa? Mit dem, warum ist der denn jetzt schon auf? Lol. Passiert schon übelst. Ziemlich interessant. Boah, die Crew auf dem Ding ist aber auch. Ich habe viele Panzer mit einer sehr schlechten Crew. Naja, übrigens, diese Crewbücher, ne? Da 2 Millionen Credits für ein Crewbuch finde ich auch ein bisschen übertrieben, ne? Vielleicht mal die Kosten reduzieren auf 1 Million oder 500.000, damit man sich mal so Crewbücher kaufen kann und sich die auch leisten kann. Man hat mittlerweile auch sehr viele Panzer. Ey, yo, Maus, bitte lass es doch einfach. Oh, das war klar, Alter.
Ja, die hat nur darauf gewartet, dass ich ein Stück zurückfahre, damit sie mir da in die Börner boxen kann. Ja. Haben wir eigentlich auch sowas wie eine Arti? Zufälligerweise. Was macht der denn hier mit seiner Akrobatik? Was ist denn mit dem los? Nee, unsere Maus ist halt komplett unfähig, ne? Unsere Maus kassiert und kassiert und kassiert und kassiert. So eine Maus gehört auch nicht in die Schlachtergasse, ne? Also Maus hat nicht den passenden Turm für diese Schlachtergasse. So viel sollte mal den Leuten klar sein, auf jeden Fall. Ja, die andere Seite fällt auch schon auseinander. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das war's. Ja, die lassen sich da auf der anderen Seite halt viel zu viel Zeit da drüben, ne? Und unsere Arti ist komplett unfähig, die ist auch zu blöd da wegzufahren, die Arti, ne? Die müsste eigentlich da schon längst wegfahren. Unsere Arti müsste schon längst da wegfahren. Keine Ahnung, warum die immer noch da sitzt. Noch rechtzeitig. Ja, unsere Arti müsste mal schlau sein und da mal wegfahren. Keine Ahnung, warum die da immer noch sitzt und immer noch auf den Tod wartet. Mann, Arti, fahr doch da weg. Dann kannst du vielleicht noch resetten oder irgendwas. Meine Fresse, Alter. Oh Gott, diese ignoranten Menschen, Alter. Ohne Witz. Goldmunition.
Ja, denkt dran, Akku Power Twitch. Ich streame auf Twitch, Akku Power Twitch, unbedingt ein Follow da lassen. Facebook, Instagram auch abchecken. Ja, und teilt dieses Video, wenn ihr auch der gleichen Meinung seid. Schickt das mal an irgendwelche Funktionäre oder wie auch immer, wenn ihr jemanden kennt, weil das kann nicht sein, Mann. Das ist einfach total ekelhaft für andere Mitspieler, wenn sich da jemand ständig versenken muss, weil er meint, dass er keinen Bock hat oder wie auch immer. Dann sollen diese Leute einfach mal für ein, zwei Stunden gesperrt werden, so dass die mal auch mal merken, die sollen auch Konsequenzen spüren, dass das nicht einfach ein Kavaliersdelikt ist, wenn man sich einfach im Wasser versenkt. Ja. Ja, also, wie gesagt, es war ein 10er Kranwagen in einem 8er Match ohne Arti. Ja, ist E-Server statt. Leute, wir sehen uns auf Twitch heute Nachmittag. Wir sehen uns bis dann. Ciao. Checkt die Links in der Videobeschreibung.